dass wir das Thema Computerspiele in unser Wahlprogramm aufgenommen haben und die als Kulturgut mittlerweile ansehen. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ich hoffe, es geht euch wie immer gut soweit. Und wie ihr bereits am Titel erkennen könnt, geht es heute mal wieder um ein weiteres Wahlprogramm. Dieses Mal allerdings von einer Partei, die vielleicht den wenigsten von euch oder den wenigsten in Deutschland vielleicht sogar ein Begriff ist. Und zwar geht es um die Freien Wähler. Ehrlich gesagt, ich habe auch nicht wirklich so eine Ahnung, was die eigentlich wollen. Und genau deswegen telefoniere ich auch heute wieder mit einem Vertreter der Partei, und zwar dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden Gregor Voth. Auch er muss mir zu unterschiedlichen Kategorien sagen, was die Freien Wähler eigentlich vorhaben in Bezug auf die Bundestagswahl und die kommenden Jahre, damit wir alle mal ein bisschen informiert sind. Und die Kategorien, um die es sich dreht, sind folgende: Natur- und Umweltschutz, innere Sicherheit, Bildung, Familie, Gesundheitswesen, Digitalpolitik und auch die Flüchtlingspolitik. Also, ich würde sagen, ich hole mir jetzt mein Telefon und wir legen los. Ich bin jetzt mit Herrn Voth verbunden und wir fangen auch direkt mit der allerersten Kategorie an, und das ist Natur- und Umweltschutz. Was wollen denn da eigentlich die Freien Wähler, Herr Voth? Wir sprechen uns zum Beispiel ganz klar dafür aus, dass Fracking verboten wird. Wir sind auch dafür, dass die Energiewende vorangetrieben wird. Wir sind der Meinung, die Energiewende soll vor allem eine Bürgerenergiewende sein. Also mit den Bürgern, mit Genossenschaftsmodellen und vor Ort und nicht eben so konzerngesteuert, wie es momentan ist, und nicht zentral. Wir sind außerdem im Bereich Umwelt Schutz ganz klar dafür, die Natur- und Artenvielfalt zu erhalten in Deutschland. Und natürlich muss man da auch immer einen Blick drauf haben, auf den Flächenverbrauch, den gilt es zu reduzieren. Dann kommen wir auch direkt zum nächsten Thema, und das ist die innere Sicherheit. Was sind denn da so die Pläne der Freien Wähler? Das Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung sicherlich nicht gesunken, sondern eher gestiegen ist. Deswegen sind wir ganz klar dafür, dass die Einsatzkräfte personell und auch materiell sehr ordentlich ausgestattet werden. Wir sind der Überzeugung, dass bei Gewalt gegen Polizisten, Rettungskräfte, Feuerwehr, es auch härtere Strafen geben muss. Und wir sind natürlich dafür, dass wir eine starke Justiz haben, weil die Einsatzkräfte allein lösen das Problem natürlich nicht der inneren Sicherheit, sondern es braucht auch eine personell sehr gut ausgestattete Justiz, damit entsprechend auch auf die Tat schnell eine Strafe folgt. Krankenhäuser, Pflege, Krankenwägen. Wie sieht es denn aus im Gesundheitswesen? Was wollen denn da so die Freien Wähler erreichen? Wir sind ganz klar gegen die weitere Privatisierung von Krankenhausbetrieben. Wir wollen, dass Gesundheit flächendeckend in Deutschland vorhanden ist. Darf es nicht nur in Städten geben. Wir sind dafür gegen diese ganze Zentralisierung und wollen eben, dass man auch auf dem Land entsprechend mit Fachärzten ausgestattet ist. Was die Pflege angeht, da ist es so, dass nach unserer Auffassung die Pflegeberufe zu schlecht bezahlt sind und dass auch das Pflegeangebot in Deutschland sehr viel besser werden muss, wenn wir uns die alternde Gesellschaft momentan angucken. Da ist es dringend notwendig, dass jetzt Schritte veranlasst werden. Gehen wir über zur nächsten Kategorie der Bildung. Wie sieht es denn da aus? Wir setzen uns ganz klar dafür ein, dass es verbindliche Standards gibt, die im ganzen Bundesgebiet gelten, damit eben zwischen den Bundesländern, wenn man mal umzieht, dann nicht alles völlig anders ist für die Kinder und natürlich auch für die Eltern. Wir sind außerdem dafür, dass es elternunabhängig beim Studium BAföG geben soll. Auch Teilzeitstudiengänge wollen wir fördern, damit man berufsbegleitend studieren kann. Und natürlich im Bereich der Bildung sollte man nicht vergessen, die berufliche Bildung. Und da stehen wir ganz klar zum dualen Ausbildungssystem in Deutschland. Das ist etwas, was unseren Standort stark macht und auch in der Wertigkeit nicht herabzusetzen gegenüber dem Studium. Wie sieht es denn aus in der Digitalpolitik? Sind da irgendwelche Ansätze, die die Freien Wähler vielleicht ein bisschen besonders macht? Digitalpolitik betrifft uns alle oder sollte uns alle betreffen. Allerdings, viele von uns haben in Deutschland einen sehr schlechten Zugang zum Internet. Wir sind ganz klar dafür, dass der Ausbau entsprechend vorangetrieben wird, dass es schnelles Internet überall in Deutschland verfügbar gibt. Da geht es auch um die Frage, eben was die Wirtschaftsansiedlung angeht, ob eben der ländliche Raum weiterhin konkurrenzfähig ist oder ob sich alles Zentren ballt. Das wollen wir nicht. Und wir sind beim Thema Digitalpolitik unserer Jugendorganisation sei Dank mittlerweile auch so weit, dass wir das Thema Computerspiele in unser Wahlprogramm aufgenommen haben und die als Kulturgut mittlerweile ansehen, sind da auf einem sehr modernen, fortschrittlichen Weg, den wir natürlich weitergehen. Das vorletzte Thema, Herr Voth, ist die Familie und die Familienpolitik. Wie sieht es denn da aus? Das Grundgesetz stellt Ehe und Familie unter den speziellen Schutz und entsprechend wollen wir diesen Auftrag des Grundgesetzes auch umsetzen. Das bedeutet für uns zum Beispiel, dass wir Familien steuerlich begünstigen wollen. Also im Ehegattensplitting wollen wir ein Familiensplitting machen. Wir wollen auch, dass die Leistungen, die Mütter erbringen in der Erziehung ihrer Kinder, bei der Rente wirklich anerkannt werden. Und natürlich geht es auch darum, dass die Kinderbetreuung eben so vorhanden sein muss, dass sich Kinder besser in den
in die Lebensplanung integrieren lassen. Wir wollen einfach, dass der Mut, eine Familie zu gründen, dass der Staat dabei unterstützt. Und als letzte Kategorie die Flüchtlingspolitik. Wie sieht es denn bei diesem Thema aus? Wir sehen den Schwerpunkt der Flüchtlingspolitik in den Herkunftsländern. Wir wollen Fluchtursachen bekämpfen. Die Destabilisierung Nordafrikas und des Nahen Ostens hat eben zur Folge, dass die Fluchtbewegungen zunehmen. Und der Fokus muss darauf gerichtet sein, dass wir in den Heimatländern ja wieder Sicherheit schaffen, zum Beispiel durch eine UN-Schutzzone in Syrien, die wir vorgeschlagen haben. Für die Integrationspolitik vor Ort wollen wir die volle Kostenübernahme durch den Bund. Das können die Gemeinden so nicht stemmen. Letztendlich ist das ganze Thema, das schneidet das Thema Flüchtlingspolitik dann an, ist das ganze Thema Zuwanderung so, dass wir gerne ein Einwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild haben möchten, wo es dann entsprechendes Punktesystem gibt. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich trotzdem das Grundrecht auf Asyl, was wir nicht in Frage stellen. Ja, vielen Dank, Herr Furth, für die ganzen Antworten zu den unterschiedlichen Kategorien. Vielleicht habt ihr jetzt auf jeden Fall mal einen besseren Blick dafür bekommen, was auch so eine kleinere Partei wie die Freien Wähler so wollen. Ich glaube, das ist auch mal ganz interessant, denn man hört ja immer viel über die SPD, die CDU, die Grünen, die Linken und auch die AfD. Aber so kleine Parteien wie beispielsweise die Freien Wähler fallen ja oftmals auch so ein bisschen hinten runter. Also, aber vielleicht gibt es ja noch ein paar andere kleine Parteien, die euch interessieren. Und wenn es da so welche gibt und wenn ihr sagt, okay, da will ich vielleicht auch mal ein Video zu haben, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Und ich frage euch ja immer wieder, wie ihr dieses Format findet. Und nach wie vor, das ist jetzt, glaube ich, das vierte Video, würde ich gerne von euch wissen, ob ich vielleicht was anders machen soll. Gebt mir so einen kleinen Zwischenstand, damit ich so ein bisschen Feedback bekomme, wie es euch gefällt. Das würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir das sagen würdet. Und ansonsten finde ich es natürlich große Klasse, diesen ganzen Support für die Wahlprogramme oder für diese Wahlprogramm-Videos zu sehen. Ich hoffe, dass verstanden wird, dass diese Videos keine Meinung von mir vermitteln sollen, sondern einfach zeigen sollen, wie die Parteien sich innerhalb von 5 Minuten in unterschiedlichen Kategorien darstellen. Ich hoffe, dass viele der Dislikes dann eher auf die Parteien sich beziehen, als weniger auf das Video selbst. Denn die Videos, ich muss zugestehen, sind extrem viel Arbeit, auch wenn es gar nicht den Anschein hat zuerst, weil ich eigentlich nur hier rumstehe und nur mit den Leuten telefoniere. Aber diese ganzen Effekte, diese ganzen Textbausteine und Bilder, das ist ehrlich gesagt ziemliche Fummelarbeit und dauert extrem lange. So oder so, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann klickt einfach auf den Daumen nach oben, das würde ich sehr schätzen. Und ansonsten findet ihr hier noch weitere Videos zur FDP, zu den Grünen oder auch beispielsweise zur Die Linke. Da könnt ihr einfach draufklicken. Ich würde mich freuen und falls ihr neu auf meinem Kanal seid, dann klickt einfach hier zum Abonnieren. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder und bis denne, euer Marvin. Bis dann, ciao!